Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich grüße Sie herzlich aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Wila. Ich stehe hier bei der Figur des Pfarrpatrons, des heiligen Johannes des Täufers, eine ja sehr herbe Gestalt. Das wird auch schon deutlich in seiner Hinrichtungsart. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Kunsthistorisch wird er oft dargestellt mit der Schüssel, auf der das enthauptete Haupt des Johannes zu sehen ist. Johannes der Täufer, eine herbe Gestalt im Advent, bei weitem nicht so beliebt und populär wie der heilige Nikolaus, dessen Fest ja heute viele von Ihnen sicher auch feiern werden. Der heilige Johannes der Täufer, dessen Berufung es ist, Jesus den Weg zu bereiten. Es war seine Aufgabe, das Volk Israel mit dem Messias bekannt zu machen. Und Jesus wird ja auch verehrt als der Immanuel, der Gott mit uns. Und das wird hier auf dem Davidstern im Hintergrund schon angedeutet. Dort ist das Tetragramm zu sehen, also die hebräischen Buchstaben für den Gottesnamen, der aus Ehrfurcht vor Gott im Judentum nicht ausgesprochen wird, sondern umschrieben wird mit Adonai, der Herr. Gott ist mit uns, eine Übersetzungsmöglichkeit, ich bin da oder ich bin der, ich bin da oder ich bin für euch da. All das also im Namen Jesu oder in seiner Umschreibung seines Namens, Immanuel, Gott ist mit uns, ablesbar. Dafür steht Johannes der Täufer, ihm, Jesus Christus, den Weg zu bereiten. Und er ist bereit gewesen, in seiner Treue zum Gott Israel eben auch bis in den Tod zu gehen. Zwischendurch aber kamen ihm Zweifel. Im Gefängnis ließ er Jesus fragen, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf jemand anders warten? Und Jesus lässt ihm ausrichten, was alles passiert, dass Sünder sich bekehren, dass Tote aufstehen, dass Kranke geheilt werden und dass somit der Beweis gebracht ist, Johannes hat die Menschen nicht auf jemand Falsches hingewiesen, sondern auf die richtige Karte gesetzt. Das rettet ihm nicht das irdische Leben. Herodes hatte Johannes den Täufer festnehmen lassen. Er hörte ihm gern zu, auch das wird in der Bibel berichtet. Aber seine Frau Herodias, die verzieh ihm nicht, dass Johannes der Täufer die Ehe zwischen Herodes und Herodias anprangerte, weil Herodes die Frau seines Bruders geheiratet hatte. Als dann eine günstige Gelegenheit kam, die Geburtstagsfeier von Herodes, da tanzte die Tochter der Herodias und sie durfte sich einen Wunsch erfüllen. Herodes versprach, wünsch dir, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre, ich würde es dir geben. Und so wünschte sie sich den Kopf Johannes des Täufers. So wurde kurzer Prozess gemacht, Johannes der Täufer enthauptet. Menschlich gesehen könnte man sagen, ein Scheitern, doch mit den Augen des Glaubens hat Johannes seine Sendung erfüllt, dem Herrn den Weg zu bereiten. Und genau darum geht es ja im Advent, im Zugehen auf Weihnachten und in der Erwartung der Wiederkunft Christi und in der Begegnung mit Jesus hier und jetzt. Ihm den Weg bereiten, den Weg zu ihm gehen. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen.